Tada! Hallo! Schönen guten Morgen. Es ist Montag und es ist wieder Zeit für die Frühschicht live auf Facebook. Mit Jens Peters und Moritz Schäfer. Herzlich willkommen. Aber heute sind wir nicht alleine, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast? Ja, unser erster Gast. Stimmt. Und den begrüßen wir jetzt mal eben ganz schnell. Das ist nämlich Max Bier. Dankeschön. Max, setz dich. Guten Morgen. Herzlich willkommen in der Frühschicht. Warum bist du hier? Ich wollte meinen Gewinn abholen. Ah, du hast was gewonnen. Nämlich diesen wunderbaren Beachvolleyball. Wunderbar glänzend. Nee, haben wir extra nochmal poliert für dich. Echt? Ja, nur aufgepumpt haben wir ihn leider nicht. Das müsstest du vielleicht selber wir hoffen, das dass du eine Luftpumpe hast. Habe ich. Gut. Tatsächlich. Max, erzähl doch nochmal kurz, was du hier an der FH machst. Ich studiere jetzt seit einem Semester hier, komme jetzt ins zweite Semester. Bin also, sprich, seit Februar in Münster, studiere Betriebswirtschaft und bin super begeistert. Schön. Gefällt es dir in Münster? Ja, ja, richtig gut. Ist eine gute Stadt. Wo kommst du denn ursprünglich her? Aus dem Saarland, aus Saarbrücken. Okay, und dann verschlägt es einen nach Münster. Ja, ist ungefähr dieselbe Größe, Fahrradstadt, man hat hier ein super gutes Studentenleben. Ja, jetzt auf jeden Fall. Mit dem. Ja, jetzt sowieso. Ne? Jetzt, zwar nicht bei dem Wetter, aber vielleicht nächste Woche oder die kommenden Tage. Okay, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, meine Kommilitonen natürlich alle. Ne? Grüße gehen raus. Ich will jetzt nicht alle nennen, aber... Ach, mach doch, wir haben Zeit. Ja, cool. Berlin, Till, Konstantin. Nee, das war eigentlich ein Scherz. Okay, ja. Max, schön, dass du da warst. Ich danke euch, ne, für den Ball. Schön, dass du mitgemacht hast. Ja, schön, dass du mitgemacht hast. Immer wieder gerne. Gut. Cool, super, dann noch viel Spaß damit. Eine schöne Live-Schaltung. Ja, danke dir. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Meine Damen und Herren, Max Bier. Genau. So, jetzt kommen wir mal wieder zu ernsten Sachen. Parcours. Am Freitag ist Parcours. Das haben wir in der letzten Woche ja schon angekündigt. Was ist denn eigentlich Parcours? Ich wollte es gerade sagen, ja. Jetzt warte doch bitte ist mal. Ist das nicht diese Sportart? Nein. Also ja, also auch. Aber an der FH Münster ist Parcours die Abschlussausstellung unserer Designer. Da gibt es viele tolle Sachen zu sehen. Und wenn ihr die sehen wollt, geht ihr entweder am Freitagabend dahin und schaut euch das alles an. Oder, / und, ihr schaltet am Freitag Vormittag ein, denn da sind wir. Wir? Wo? Wir? Wir sind am Fachbereich Design mit Kamera und Schnick und Schnack und machen eine Live-Übertragung vom Presserundgang. Genau. Und das heißt, wir sind da ein bisschen unterwegs, interviewen die Absolventen, wir unterhalten uns mit dem Dekan, schauen mal so ein bisschen rum, dass ihr schon mal einen ersten Einblick bekommt, was da überhaupt passiert. Und wer das überhaupt nicht kennt, der kann da einen richtig guten Eindruck bekommen und wird sicherlich am Wochenende dann auch vorbeigehen. Genau. Am Leonardo Campus. Schaltet ein, wird lustig. Wir machen eine Bollerwagen-Tour. Richtig. Das so als kleine Cliffhanger in den Raum gehauen. Genau, so. Und Absolventen haben wir. Was ist, wenn man ein Studium absolviert hat? Was passiert denn, wenn man fertig ist mit dem Studium, Jens? Dann sucht man einen Job. Tada. Vielleicht auch an der FH Münster. Genau, das kann sein. Und da haben wir zwei wunderbare Stellenausschreibungen, die vielleicht was für euch sind. Zum einen, das Wandelwerk sucht eine wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich Diversity Management. Und der Fachbereich Ökotrophologie, ich muss immer noch mal nachgucken, sucht im Bereich Biochemie und Lebensmittelanalytik eine Kraft, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Und wenn ihr Interesse habt, ich packe gleich den Link zu den Stellenausschreibungen in die Kommentare und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen genauer informieren und schauen, was das denn überhaupt ist. Gut, Mittwoch ist Storytag. Das ist richtig. Und diesen Mittwoch ist nicht nur Storytag, sondern auch Fernsehtag. Es gibt eine Geschichte in Wort und Bild und es gibt noch ein Video mit dazu. Worum geht's? Wir waren im Campusgarten Grüne Beete, den haben wir ja neulich auch schon mal erwähnt, ne? Als die Sommerferien. Stimmt, genau, als die Party hatten. Und auf dieser Party wurde nämlich ein Kochbuch präsentiert. Tada! Da ist es. Dieses Kochbuch haben Vera und Farah aus dem Campusgarten produziert im Rahmen ihres Studiums. Was sind da für Rezepte drin? Es geht um Sachen aus dem heimischen Garten. Alles vom Kohlrabi bis zur Kohlrabi-Schale kann verwendet werden und das kann man eben machen, wenn man sich dieses Kochbuch... Lass uns mal eins raussuchen. Achtung, warte. Warte, du... Du sagst Stopp. Ja, okay. Stopp.
Nee, das ist jetzt kein Rezept. Ah. Aber hier, da steht jetzt, was man im Winter ernten kann. Okay. Das ist jetzt im Sommer ja sehr interessant. Zum Beispiel den Chicorée, die Pastinake, den Feldsalat oder auch den schwarzen Rettich. Ja. Der schwarze Rettich. Das ist mir noch nicht so bekannt gewesen. Ein bisschen wie ein Bösewicht aus einem Kind. Hast du einen Favoriten? Ja, das Käsefondue aus einem Kürbis fand ich sehr gut aus. Jetzt weiß ich nicht, wo es ist. Ich suche es jetzt nicht, das dauert zu lange. Aber da tut man Käse in einen Kürbis. Und diesen Kürbis, den tut man in den Ofen und dann schmilzt der Käse und dann kann man aus dem Kürbis Käsefondue essen. Und wenn man damit fertig ist, kann man den Kürbis noch essen. Ne? Ich meine, dann, das ist wie ein Topfessen, nur nachhaltiger. Ja, okay. Genau. Und passt vielleicht ganz gut zu dem Wetter gerade. Genau. Und darum geht es am Mittwoch. Ja. Story und Fernseher, bleibt gespannt und klickt mal rein. Gut. Dann haben wir jetzt den Samstag. Und da weiß ich jetzt keine Überleitung. Da weiß ich auch keine Überleitung. Aber da könnt ihr mal richtig mithelfen. Eure Meinung sagen. Ja, ihr könnt eure Meinung sagen. Genau. Nämlich auf dem Prinzipalmarkt an der Lambertikirche. Da ist nämlich ein Projektteam der FH Münster unterwegs und befragt Menschen zum Thema. Weißt du auch nicht, ne? Es geht darum, wie man die Zeit, die man arbeitet, zum einen, glaube ich, so angenehm wie möglich machen kann. Aha. Also das Ganze geht aus, ist so aus dem, jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß. Ja, das glaube ich auch. Aber es steht unter dem Oberbegriff Gesundheit am Richtig. Arbeitsplatz. Und es geht eben darum, wie man möglichst lange aushält im Job und was auch der Arbeitgeber dafür tun kann. Genau. Und eure eigenen Vorstellungen dazu. Also was kann mein Arbeitgeber eigentlich tun oder was für Gegebenheiten müssen für mich da sein, damit ich so lange wie möglich glücklich und gesund in meinem Beruf später bin oder jetzt auch schon bin, könnt ihr da auf Zettel schreiben und damit helft ihr unseren Wissenschaftlern vom Fachbereich Gesundheit. Genau, und das nennt sich dann M hoch 3 Markt, Meinung, Musik. Weil es gibt nämlich auch noch eine musikalische Untermalung. Und ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Ihr bekommt bestimmt ein paar nette Hinweise, wie ihr vielleicht auch was machen könnt und helft uns natürlich an der FH, da dieses Projekt voranzutreiben. Das ist richtig. Was würdest du auf den Zettel schreiben jetzt? Was brauchst du, um gute Arbeitsbedingungen zu haben? Da gibt es Verschiedenes, aber ich glaube, als erstes würde ich mal Urlaub draufschreiben. Ich auch. Ja? Ich würde als erstes auch Urlaub nehmen. Was und das war jetzt eine super Überleitung, denn wir fahren in den Urlaub. Juhu, wir aber nicht, nicht zusammen. Mit, nicht zusammen. Ausnahmsweise nicht. Nein. Ja. Wo fährst du denn hin? Ich fahre nach Frankreich. Ja. In die Bretagne. Oh. Ja, da war ich auch schon mal. Das ist richtig schön. Ja. Kann man Muscheln essen, wenn man Muscheln mag. Ja, Muscheln mag ich, Schnecken nicht. Ja, kann ich verstehen. Fährst du auch weg? Ich fahre auch weg, ja. Wohin? In die Pfalz. Ich spare mir jetzt die Wortwitze. Falls ich da mal vorbeikomme, mache ich auch Urlaub. Falls, falls er noch einen Platz frei hat, kann er ja Bescheid. Gut. Wir sind die nächsten zwei Monate nicht da und deshalb fällt die Frühschicht aus. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich mitteilen wollten. Kurz sagen wollen. Alles klar. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut. Schaut nochmal in die Kommentare, was wir alles so heute erzählt haben, wo man hingehen kann, was man machen kann. Ja. Und jetzt halten wir die Klappe. Bleibt trocken. Genau.